Und ja, machen wir uns quasi wieder auf den Weg zum Steinbruch. War jetzt natürlich mehr oder weniger sinnlos. Oder was heißt sinnlos, aber mir ist das doch ein Stück zu weit weg und ich möchte erstmal hier ein bisschen. Boah, Alter! Dieser scheiß Zweig, Alter! Hab mich übelst erschreckt, warum auch immer. Fuck, ich sag's euch, ich bin ein übelster Schisser, ey. So. Wo hat man das Gewehr auf der 8, gell? Das will ich jetzt mal ausprobieren, falls hier irgendwas ist. Da ist schon was. Wie kann ich das abbrechen? Ja. Hält er mehr aus, als ich dachte. Was ist da los? Verdammt, ey, das war doch... Mischling? Alpha-Mischling, alles klar. Holla. Das ist natürlich dunkel. Ich hätte vielleicht nochmal irgendwo übernachten sollen. Oh, jawoll. Das war eine nice Cam. Auf jeden, ey. Eine nice vor allen Dingen. Da kommt der Kopf. Sehr schön. Doch, die war richtig fett. Also ist es von unserer Ausdauer abhängig, wie viel wir mit dem Wet machen können. Ich hoffe, ich habe es falsch, falsch ausgesprochen. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Stimpack aufbreitet. Das war's auch. Das ist sehr gut. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Pilz sein hier. Genau. Aber das war eine richtig geile Cam auf jeden. Eine Rumflasche. Die hat mir sehr gut gefallen. Sehr geil. So, das war's jetzt. Oder wie, oder was? Oh, eine Toilette. Können wir uns gleich mal draufsetzen hier. Bisschen abkacken. Haarklauen, sehr schön. Was gehört? Es wird hier noch leicht neblig. Nebelig. Okay, Steinbruch ist links von uns. Wir gucken mal kurz hier zu der Antenne, weil hier war ich nämlich auch noch nicht. Oh, da gibt's auch Ärger. Wow! Alter! Fuck! Warum ist die mit... Alter! War mal richtig krass mit. Jetzt habe ich keine Munition mehr für die Waffe, okay. Scheiß drauf. Dafür haben wir noch andere Waffen. Alter! Wow! Wow! Ich dachte, das ist Dogsmeat. Alter, was zur Hölle? Oh. Fuck, warum muss ich Hunde töten? Scheiße, ich muss uns den wegnehmen, ey. Alter, was zur Hölle ist hier los? Ich komme von der einen
Scheiße in die andere Scheiße. Verfickt. Aber hackt's! Und die greifen den nicht an oder was? Hat er den trainiert? Ist das hier so ein Maulwurfsrattenbändiger? Wo ist er hin? Da. Alter! Ey! Ihr könnt mich doch nicht so erschrecken, das geht doch nicht. Hundehalskette. Hunde als Kette. Komm her. Hey. Warte da. Komm schon. Ich möchte mit dir handeln. Wo sitzt? Bleib da. Hey. Und los. Handeln, genau. Ja. Jetzt kriegst du eine. Oh. Hunde als Kette. Ach, die legt ja gar nicht an. Och man, das ist ja doof. Ich dachte jetzt voll. Okay, ich wollte mal gucken, wie die. Die hat 3 mehr Schutz, aber keine Strahlenresistenz. Warte mal, ich kann doch hier durchschalten. Oh, verkackt! Verkackt! So. Da habe ich 5 zur Zeit. Oh. Oh nee, das wäre richtig scheiße. Wir haben jetzt die... Da haben wir noch gar nichts. Angelegt. Top, Junge. Ich frag mich immer noch, wie ich diesen T45 linken Arm, wie ich den reparieren kann. Wenn ihr da eine Idee habt für mich, bitte mal in die Comments. Das wäre echt total nett. Weil ich habe das noch nicht so durchschaut. Alter, aber das mit dem explodierenden Vieh, das war ja mal richtig kranker Scheiß. Das war der hier, den es übelst zernudelt hat. Da ist auch gar nichts mehr dran an dem Ding. Ey. Oh, hab ich mich erschreckt, kommt das Ding auf mich zu und piepst hier übelst rum. Kranke Scheiße. Ich weiß, dass du hier bist. Das ist doch scheiße. Okay, ist die über mir? Aber scheint nicht feindlich zu sein, das ist schon mal gut. Komm ich hier nämlich... Willst du ein Spielchen mit mir spielen, was? Hä? Oh, Mann, komm zurück, ich hatte gerade voll den Spaß! Dachtest wohl, du könntest dich verstecken, was? Doc Smith greift sie gleich an, Alter. Ich bin noch nicht mehr da, gell? Der geht schon voll los. Hat's erledigt. Doc Smith, ich feier dich hart, Alter. Ihr fei. Hat er sie einfach erstmal übelst. rechter Arm, was haben wir denn? Haben wir. Das ist rechter Arm, gell? Ja, siehst du. Der linke Arm fehlt uns noch. Pistole, ich glaube, ich nehme das auch nicht alles mit. What guy? Hundefutter in der Dose. Komm her. Hey. Schon wieder bei H hier. Ja? Alles für Hunde. Alles für Hunde. Oh. Wow. Großen Mund. Baseballhandschuh, warum? Komm her hier. Mach einen Abflug. Man kann nicht alles hochheben, das ist doof. Egal. Sind ja jetzt hier nicht das Aufräumkommando. Ja, für die Pistole findet man auf jeden Fall am meisten Munition, habe ich so das Gefühl. Das ist natürlich doof, wenn... Bleibt dann ja gar nichts anderes übrig, als die zu spielen.
Finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich meine, wäre schön, wenn man dann für die anderen auch eine gewisse Munitionszahl hat. Dass man wenigstens Abwechslung hat. So muss man jetzt die ganze Zeit mit der Pistole hier rumhantieren. Also nicht, dass sie mir nicht gefällt, aber sehr doof. Ich meine, die ganze Zeit dann nur mit einer Waffe, wenn man für die anderen keine Munition hat oder findet. Das ist die Puppe, die wir eben runtergeworfen haben. Rüstungswerkbank. So, seht ihr, hier ist dann halt dieses T-45 ist ja hier gar nicht aufgehört. Man kann hier noch gewiss ein ganzes Stück aufwerten. Aber ob das jetzt hier so bei Ledersachen so krass den Vorteil bringt, mag ich ja zu bezweifeln. Ich habe natürlich jetzt den ganzen Schrott zu Hause gelassen. Demnach machen wir das dann auch zu Hause. Shit, Sturmfahrzeug, schmutziges Wasser, das sehe ich jetzt noch nicht so richtig. Das mitzunehmen. Okay, gehen wir mal in Satelliten. Steuereinheitshaus rein. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Okay, hier wird schnell mal gespeichert. Und ich denke mal an der Stelle mache ich einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. So, herzlich willkommen. Docksmeet ist hier bei mir. Ich werde den mal... Warte. ...zum Bleiben zwingen, weil... Hier. ...er ja doch immer sehr forsch ist und schnell rangeht. Und eigentlich möchte ich das ja auch stückweise erledigen. Jetzt haben wir einen Laser und Schärf. Das wird wahrscheinlich einfach nur so ein... mehr oder weniger durchlaufen und entschärfen Part hier. Zumindest sieht es stark danach aus. Habe ich nicht gesagt, du sollst da bleiben? Was? Oh, das ist genau wie mein Hund. Solange man Leckerlis gibt, bleibt er da und ansonsten... So, warte. Das schaffe ich nicht zu hacken. Ach, verdammt. Verdammt. Habt ihr es gesehen? Es ist eben, wenn ich drauf gehe, würde ich doch schon gern sehen, ob es feindlich ist oder nicht. Ist auch noch ein Mensch. Kampfhund. Ist auf jeden Fall feindlich. Das tut mir leid. Ah, okay. Hier ist ein Raider. Aufgepasst. Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Geh dorthin. Oh! Was zur Hölle? Wie krank ist er bitte drauf? Oh, ein Feuer. Mach sie tot. Fick dich! Übelst kranke Schweine da unten am rumrudern hier.
Alter, der hat den Minigun, die kranke Schwester da unten. Junge, Junge. Ist durch ein Terminal gesperrt. Ah, verdammt, also komme ich da noch gar nicht hin. Ah. Meine Fresse. Hast dich verpisst, was? Die sind unter mir. Ich werde trotzdem den Vorteil nutzen und hier oben bleiben wollen. Brauchst dich nicht verstecken, ist bald alles vorbei. Ich sehe den Typen gar nicht. Ach, da hinten. Der war schon mal oben bei uns. Alles klar. Sehe ich die natürlich auch nicht mehr. Okay, dann gucken wir mal schnell in die anderen Räume, weil hier oben ist jetzt noch was. Ein Stagnit. Er hat einen fetten Arsch. Pempel. Pempel. Schenke. Das ist gar nichts. Naja, vielleicht ist ja im Clou auch, was ich meine. Darf man hier unterschätzen? Das ist ein Pömpel genau im Dings. Pümpel. Pümpel, Pömpel. Oh ja, Simpex ist immer gut. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Hier. Guck mal, das Putztuch. Schnapsflasche. Passt ja zu den Leuten hier. Schnell die alte Lupe hier so lang. Pistole. Die Pistole kann man ja mitnehmen an sich. Wenn wir die verwerten. Dann kriegen wir auch wieder was raus. Damit wir unsere Waffen verbessern können. Was haben wir hier noch Schönes? Sperren wir mal schnell, auch wenn wir eigentlich noch keine Zeit dafür haben. Och man, minimal. Das! Gibt's doch nicht. So. Geschafft. Genau. Mentetz. 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 Sind wahrscheinlich sowas wie bei uns Mentos. So Erfrischungsbonbons. Nehme ich jetzt einfach mal an. Kenne mich da nicht aus. Und wir gucken jetzt mal runter hier. Ich habe das noch nicht so... Ich meine, eigentlich müsste er schleichen, aber... Ich habe... In einem Tutorial habe ich gelesen, dass es da noch eine extra... Linke Arm. Perfekt. Endlich das, was wir brauchen. Jawohl. Es ist zwar jetzt nicht viel, aber immerhin. So, Dogmeat ist schon wieder angriffsbereit hier, der weiß schon Bescheid. Dass es wahrscheinlich gleich wieder losgeht. Was haben wir hier noch? Schon wieder so einen komischen Kochplatte. Hier können wir gar nichts machen. Wo sind jetzt die zwei Idioten denn hier drin? Jedes Mal bewegt sich da was. Ist... Oh. Verdammt, was ist jetzt? Ach so. Auch nicht schlecht. Wir haben uns jetzt... Hallo? Wir haben uns jetzt mit Zwang einfach an den Computer gesetzt, obwohl hier jemand kam. Auch nicht schlecht. Wenn die Stimme kommt von da... Ah, verdammt. Ich hab gedacht, was ist denn jetzt? Was... Wer ist das? So sehe ich doch gar nicht aus. Scheiße! Okay. Alles klar. Dogmeat, wenn ich dich nicht hätte, ey. Minigun.
Stimpack. Schrottpatronen, Stimpack. Ach, komm, mitnehmen. Solange wir Platz haben. Das ist quasi der andere Weg, den der Typ am Anfang genommen hat und uns dann aber trotzdem nicht gefunden hat. Oh. Jetzt habe ich einen Armeehelm. Aber ich glaube, der ist nicht zum Aufsetzen. Nee. Der ist eher dafür da. Der ist so, als man das Kacheln wir mal raus hier. Der Armeehelm ist wahrscheinlich dann einfach nur Schrott. Hm. Na gut. Das ist unser Halsband. Was ich damit nicht anlegen will, naja, mein Gott. So, ein Bleistift, das Radio. Wie viel kann man eigentlich noch mitnehmen? Ach, 45. 45 Einheiten. Von irgendwas. Patronen auf jeden Fall. Komfortgriff, Impropistole. Das lassen wir. Die sind ja nicht so schwer, die Pistolen. Ich denke mal, die Minigun, die wir jetzt gefunden haben, die wird am meisten an Gewicht tragen. Terpentin. Und das war's jetzt, eine Leere! Ich raste aus. Eine leere Vortex Lunchbox. Das ist echt traurig, ey. Ich meine, hallo. Okay, ich habe einen Medaillon gefunden. Die Tür, um die kümmern wir uns gleich. Wir gucken nochmal hier in den Raum rein. Hier sind überall Skelette und vor allen Dingen wenig. Einfach hier den Dosen, wollte ich schon sagen, in den Fässern verstaut. Kaputtes Terminal. Alter! Dogmeat, da war ich gerade schon und hab das Skelett geärgert. Lass es jetzt verdammt nochmal in Ruhe. Es schläft gerade so schön. Natürlich Ventilatoren, die geben irgendwie viel. Vor allen Dingen Schönes. Oh. Sag mal, lässt jetzt die Skelette in Ruhe. Einfach durch die Mülltonne gelaufen. Das war gut. Also irgendwie brauche ich hier fast gar nicht zu drehen. Ne? Cool. Ach, hier schon wieder. Warum machen die sowas? Leck mich im Arsch. Mach ich das jetzt? Ah, das war die Flasche hier hinten. Ah, die habe ich auch unfreiwillig getroffen. Mach kaputt, Jung. Oh, jedes Mal, ey, wenn ich Gönnisse nehme, lieber auch gleich mal mit. Das ist ja hier alles explosiv. So. Kann man gleich so lassen hier? Ja. Raid Pack. So. Oh. War so ein Kern. Was noch was? Fick dich! Erschreck mich nicht, du
Alter, es wollte doch nicht sterben. Alter. Holla. So sehr, das Radio habe ich aus. Zum Glück. Was ist drin? Der sein kann, dass da irgendwas drin ist, ne? Antiker Globus. Alles klar. Ja, genau. Wälz dich im Blut der Kakerlake. Das machst du gut. Das ist so richtig hundelike. Einfach in was Übelgiechenden drinne wälzen. Sehr schön. Mach keinen Scheiß. Hier fängt alles irgendwie an zu wackeln und zu schuppern und sich in irgendwas drin zu wälzen. Gut, dann haben wir hier alles abgesucht. Das Terminal kann man natürlich jetzt nicht hacken. Ich denke mal, wir essen mal noch ein bisschen was hier. Boah, verdammt! Das heißt, wir sind ganz schön verstrahlt. Was waren jetzt gegen Strahlen? Red X, ne? Strahlung widerstehen. Ach nee, Red Away war das. Das hätten wir vielleicht erst machen sollen und dann... Oh, verdammt! Ach so, okay. Ich habe gesagt, das, was wir jetzt weggemacht haben, haben wir wieder... Habe gleich wieder drauf gekriegt. Aber den ist nicht so. Gut, dann müssten wir hier unten ja eigentlich alles haben. Hier in dem Raum warmer. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie keine Konsequenzen. Dürfte eigentlich nur bedeuten, dass die Satellitenschüssel sich nicht mehr dreht. Können wir hier noch irgendwie Knöpfe betätigen? Nicht anfassen! Nicht berühren. Okay. Ah ja, stimmt, wir wollten uns ja an das Terminal setzen und dann waren wir ja im Gefecht, das hatte ich ja ganz vergessen. So. Wie gesagt, viel Spaß euch beim Lesen. Ich lese mir das alles durch, schneide das dann natürlich. Systemfehler. Okay, gab es nicht viel zu lesen. Ah, verdammt, hätten wir vielleicht machen sollen, bevor wir den Kern rausgenommen. Ah, ne. Verbinden. Datenbanknetzwerk, Status offline, Zugriff auf... Olivia. Das ist natürlich jetzt doof. Wir haben jetzt... Mal kurz reingucken. Töten, plündern, zurück. Alles klar. Ach, das ist der... Wo wir dann hingehen wahrscheinlich. Nachrichtenraumschlüssel. Den habe ich jetzt erst gefunden, ne? Vielleicht brauchen wir jetzt das Terminal gar nicht mehr. Probieren wir das doch mal aus. Was habe ich jetzt? Ja, siehst du? Das Terminal finden. Ja, das Terminal ist ja eigentlich da hinten, aber da können wir ja gar nicht hacken. Vielleicht haben die Leute hier nichts bei sich. Mini-Atombombe, alles klar. Die Nuka-Cola, die nehmen wir noch mit. Von mir. Cool. Die Kettenkiste.
Schicke Haarbürste, alles klar. Das hat sich ja richtig gelohnt. Schnell. Kalibriert Impro. Impro-Scharfschützengewehr. Ich rast aus. Auf Schwarz. Ich bin so einer, der steht auf Entfernungswaffen. Inferno-Waffen. Und das kommt mir natürlich richtig gelegen. Hier so ein schönes. Scharfschützengewehr, jawohl. Das legen wir uns noch mal auf die 8. Und rüsten das am besten gleich mal aus. Das gefällt mir richtig gut. Das ist es. Ja, krass. Also, hätte ich mir jetzt besser vorgestellt. Scheiße. Nee, ich habe jetzt gedacht, ich habe hier richtig schönes Visier drauf. Ein Spüllappen, richtig geil. So. Also, ich meine, das ist jetzt wirklich keine Kunst, hier irgendwas aufzumachen, ne? Dich doof, dass ich jetzt gleich was kaputt gemacht habe. Stecherabzug. Mikropistole, okay. Ja gut, das Terminal ist ja genau das eigentlich jetzt. Das erknacke ich sicher nicht. Das ist jetzt natürlich doof. Was ist hier jetzt die Aufgabe hier? Oh. Okay. Pip-Boy wird nicht gezeigt. Das ist schlecht. Ohne den geht's natürlich nicht. Nicht, dass wir jetzt hier nochmal raus müssen, nochmal rein. Aufbereitet das Wasser aus dem Mund. Das ist jetzt so doof. Ah, ich habe meine Waffe auch draußen, okay. Ja gut, dann wird uns glaube ich nichts anderes übrig bleiben. Gut, dann mache ich hier einen kleinen Cut. Bis gleich, weil... Ja. Ist ja nicht möglich hier irgendwas zu sehen. Schade. Oder ist das so gewollt? Vielleicht gehen wir mal aus der Tür irgendwo raus. Ich meine, wir haben ja jetzt hier alles abgesucht hier. Die Terminals, die sind zerstört. Das andere kann ich jetzt nicht hacken. Dazu bin ich noch nicht in der Lage. Schaltplatte Militärstandard. Kollegen, die liegen hier so rum. Haben wir eine Waffentasche? Mehr können wir nicht machen. Mehr ist hier nicht zu machen. Aber ich glaube, wir müssen auch nach da oben, wie es aussieht. Gehen wir da mal raus. Commonwealth. So. Es ist bereits tiefste Nacht. Jetzt sehe ich natürlich auch wieder alles. Sehr schön. Ah, ich stehe unter Drogen, alles klar. Okay, jetzt bin ich wieder normal. Gut, dann wollte ich jetzt nochmal kurz auf die Karte gucken. Werden wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt hier nochmal herkommen müssen.
wohl oder übel. Und gehen jetzt endlich zu der Aufgabe, die ich ja jetzt als nächstes in Angriff nehmen möchte. Genau, zur Dickichtausgrabung. Und kümmern uns hier um das, was der Feigling jetzt nicht machen will. Nämlich tauchen. Und ich bin echt gespannt, was da auf uns wartet. Ich habe eigentlich habe ich ja keine Lust. Aber upsala, wir machen das jetzt einfach mal. Müssen wir natürlich auch aktivieren. Genau, blenden das erstmal aus. Ich repariere Rohr, 3 Stück. Und da sind die ersten Blasen. Jetzt ist natürlich die Frage. Das Geräusch gefällt mir ja schon richtig gut. Nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, fahren wir jetzt mit dem Fahrstuhl nach unten? Oder gehen wir hier die Schräge... Ich glaube, wir gehen die Schräge runter, gucken mal kurz, was es hier zu looten gibt. Einmal frei. Das ist gut. Klebeband kann man immer gebrauchen. Jetzt wollte ich nochmal kurz gucken, wie denn unsere Tragelast aussieht. Oh. Oh. Ja, gar nicht gut. Du bist hier. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich will mit dir reden. Aufgepasst. So, handeln. Ja, genau. Und zwar gebe ich dir jetzt mal ein bisschen was rüber. Am besten irgendwas, was ich nicht brauche. Ja, den ganzen Müll. Bist jetzt mein Packesel. Dogmeat, das ist... Das tut mir leid, aber... Ich weiß eben auch noch nicht, was man mit dem machen soll, gell? Schaltplatte kann man wahrscheinlich irgendwas aufrüsten, dann wird man wahrscheinlich noch sehen. Sicherung. Splittergranaten. Ich habe sogar Minen. Stahl, das ist schwer. Der linke Arm, der ist... Weiß ich auch nicht. Gewicht 0. Wir füllen den Hund ab. Ich glaube, das ist gar nicht so gut hier. Aber wir sehen nur das, was wir ausgerüstet haben. Okay. Scheint den auf jeden Fall nicht zu schaden. Dann nehmen wir gleich wieder neuen Schrott auf und ziehen los. Siehst du hier, da bewegt sich wie eine Fee. Na, wir sind schon um einiges leichter geworden hier. Wasserpumpe funktioniert nicht. Alles klar, das ist dann quasi das. Wenn wir es dann hinbekommen haben. Ich weiß nicht. Ganz da unten, verdammter Scheiß. Irgendwie ist mir das alles nicht geheuer hier. Gut, ich mache einen kleinen Cut. Dogsmeat taucht schon mal ab. Und wir tauchen dann in der nächsten Folge ab. Bis dahin, macht's gut, euer vieles dir. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben natürlich da lassen und ciao.